Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen zum QTA Online Workshop Pinterest für Einsteiger. Und ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch wieder an unsere Content-Spezialistin. Guten Morgen, Annika. Morgen. Na, Annika, wie war dein Morgen? Bist du gut aufgestanden oder aus dem Bett gefallen? Warst du um 5 Uhr schon wach oder war es erst jetzt, kurz davor? Nee, leider schon um 5. Um 5? Ernsthaft jetzt? Ja. Das wusste ich nicht, echt? Oh, ey, ja. Das tut mir leid, aber du siehst wie immer aus wie das strahlende Leben. Ja. Wirklich, kann ich guten Gewissens immer sagen. Und schau mal, aber du, bei dem einen oder anderen hat es dann heute auch so getroffen, wenn wir mal die Umfrage beenden und uns die Resultate anschauen, Annika. Den meisten geht es zwar, also 50% geht es ganz gut, 30% geht es sehr gut. Aber 10% sind, naja, geht so und nochmal 10% sind ja gar nicht gut. Ja. Also was machst du anders, wenn du um 5 Uhr aufstehst und so gut aussiehst? Ich bin nur auf das Webinar vorbereitet. Ja, allein das reicht schon. Oh, beste Mitarbeiterin des Monats, des Jahres, des Jahrzehnts wahrscheinlich. Mhm. Ah, schön. Aber wir haben noch 90%, die geantwortet haben, dass sie keine Fragen zu den Social Media Tools und Social Media Themen der letzten Wochen haben, was schön ist. Und 10%, die sagen ja und sie stellen die Fragen dann gleich noch. Sind wir gespannt, wollen wir heute am Schluss auch noch aufnehmen, wenn da noch was offen ist, dass wir das dann wirklich auch am Ende noch beantworten können. Und ganz, ganz wichtig, der Stargast heute, ich sehe ihn hier schon im Bild, ihr könnt ihn noch nicht sehen, aber ich sehe ihn schon im Bild. Stefan Ascher von Allianz Travel. Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Annika. Die Dame zuerst. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen. Die Laune ist gut, obwohl wir hier in Biberach an der Riß natürlich Nebel haben, wie bei Edgar Wallis Film früher. Aber das lichtet sich. Und ja, ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute gute Laune, volle Konzentration und viel Erfolg. Schön. Stefan, es ist wunderschön, dass du wieder da bist. Es freut uns ganz besonders, dass die Allianz das immer wieder unterstützt, dass die Allianz das immer wieder möglich macht, dass wir hier den kostenlosen Workshop über die QTA anbieten können. Und von daher vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Und danke an die Allianz Travel. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, also erstmal kurz zu meiner Person. Stefan Ascher, ein langjähriger Touristiker, Reisebüro-Ausbildung, dann bei FTI 9 Jahre als Regionalverkaufsleiter tätig, jetzt seit knapp 13 Jahren bei Allianz Partners, ex-Elvia und für Baden-Württemberg zuständig. Was habe ich heute mitgebracht? Rainer, ein Alleinstellungsmerkmal, das so kein Mitbewerber auf dem deutschen Markt hat, und zwar unsere sogenannte Realtime-Karte. Das erkläre ich, und zwar bei jedem Abschluss einer Prämie bei uns, bei Allianz Partners mit Auslandskranken- und Gepäckschutz, erhält der Kunde dann nachträglich eine Karte zugeschickt. Die sieht so aus wie hier auf dem Bildschirm. Das ist diese Allianz Prepaid Travel Karte. Mit der kann man natürlich nicht zum Shoppen gehen oder sich Geld abheben, sondern diese Karte wird für einen Schadenfall im Ausland aufgeladen. Das heißt, machen wir ein Beispiel, man ist in der Türkei, man rutscht am Pool aus, Platzwunde, was auch immer, Arztbesuch, man hat vielleicht auf der eigenen Kreditkarte nicht so viel Deckung. Das heißt, auf der Karte ist eine Telefonnummer drauf, eine Notruftelefonnummer, man ruft an und wir laden den Betrag, der erforderlich ist, um vor Ort die Rechnung zu begleichen beim Arzt oder beim Krankenhaus, laden wir direkt auf diese Karte auf. Bei Gepäckversicherung ist es auch inklusive. Man kommt im Zielgebiet am Flughafen an, das Gepäck kommt nicht an. Das heißt, man steht da ohne Gepäck, man geht zu Lost and Found, lässt sich bei der Airline die Lost and Found Nummer geben, ruft uns dann auf der Karte an und so erhält man dann, also die Telefonnummer ist auf der Karte verzeichnet, und man erhält 150 € pro Person auf die Karte geliefert, sodass man dann das Notwendigste einkaufen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Vorteil bei der Realtime-Karte, vor allem im Krankenversicherungsbereich. Die Karte gilt natürlich nicht, weil die Fragen kommen auf,
für Notfälle im Ausland mit stationärem Aufenthalt, die dann im Prinzip gleich mehrere tausend Euro, Dollar, was auch immer kosten. Die Karte hat eine Deckung von ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro. Das heißt, wenn es dann ein größerer Notfall ist, dann werden wir eine sogenannte Kostenübernahmeerklärung an den Leistungsträger per Mail, per Fax, was auch immer schicken, sodass dann auch die Behandlung gewährleistet ist. Vorteil der Karte, ganz klar, der Kunde muss vor Ort nichts vorstrecken, er muss also nicht in Vorleistung gehen und die Schadenabwicklung übernehmen wir, sobald wir die Daten des Leistungsträgers haben, übernehmen wir direkt vor Ort. Das heißt, die Schadenabwicklung läuft direkt mit dem Leistungsträger, damit hat der Kunde nichts mehr zu tun. Wenn der Kunde jetzt eine Jahresversicherung hat, dann wird natürlich die Karte auch automatisch verlängert, sofern unsere gemeinsamen Kunden die Jahresprämie verlängern. Wenn der eine Einmalpolice hat, dann wird die Karte neu aktiviert. Eine Einmalpolice gilt ja nur für die Reise, die ansteht. Sobald der Kunde eine neue Einmalpolice im Folgejahr abschließt, wird die Karte automatisch aufgrund der Kundendaten erneuert. Und sollte es zum Beispiel ein Kunde sein, der im Prinzip selbst jetzt ein Jahr später nicht mehr in dem Reisebüro bucht, wo ursprünglich die Karte generiert wurde zum ersten Mal, erhält trotzdem das Reisebüro bei der neuen Kartengenerierung, egal über wen der Kunde bucht, die Provision. Also das heißt, das Reisebüro, der Veranstalter, wo die Karte zum ersten Mal generiert wurde bei einer Einmalpolice, erhält automatisch eine Provision, wenn die Karte neu generiert wird bei der Einmalpolice. Bei der Jahrespolice geht es ganz automatisch. Da kommen wahrscheinlich jetzt auch sehr viele Fragen auf, aber das sprengt natürlich die Zeit, die ich habe zur Begrüßung. Rainer, wenn du mal die nächste Folie, bitte. Genau. Also zur Realtime-Karte könnt ihr nachträglich gern uns Fragen stellen, ganz klar. Diese Realtime-Karte wird übrigens jetzt durch eine App abgelöst. Also wir sind gerade dabei, eine App zu entwickeln, die im Prinzip dieselbe Funktion hat, so wie ich es erklärt habe. Und die Realtime-Karte läuft jetzt aber parallel weiter, solange die App eingeführt wird für eine Übergangszeit, läuft die Karte weiter. Das heißt, diejenigen von euren Kunden, die schon eine Realtime-Karte haben, die behalten die natürlich, weil diese App neu eingeführt wird. Das heißt, alle Karteninhaberinnen und Inhaber läuft das parallel weiter und wird peu à peu dann abgelöst durch eine App. Also, Fragen jederzeit gerne. Rainer, wenn ich nur ein paar Sekunden habe, dann will ich noch so unser Verkaufsvertriebsteam vorstellen. Wir sind ein Team aus 8 Regionalverkaufsleiterinnen und Verkaufsleiter. Ganz rechts oben der Ascher für Baden-Württemberg, die anderen Kolleginnen und Kollegen für die anderen Regionen, die hier aufgeführt sind. Und wir haben zusätzlich zu unserem Kundenservice-Center, das ja bei uns auch erreichbar ist, auf jeder Prämientabelle seht ihr die Telefonnummer des Kundenservice-Centers, haben wir noch ein sogenanntes digitales Verkaufsleitungs-Innendienst-Team, die sehr gut erreichbar sind. Also, Vorteile bei uns. Das kennt ihr ja, die Erreichbarkeit momentan bei den Veranstaltern etc. ist nicht optimal. Wir haben eine gute Erreichbarkeit. Zweiter Vorteil, die Realtime-Karte habe ich erklärt. Dritter Vorteil, ganz, ganz klar, in allen unseren Prämien sind automatisch Corona- und Quarantäneleistungen inkludiert. Das heißt, mit jedem Neuabschluss, egal welche Prämien, auch wenn es eine Gruppenprämie ist, sind diese Leistungen automatisch inkludiert. Man muss keine Zusatzprämie abschließen, um Quarantäne und Corona also praktisch dazu zu buchen, sondern es ist bei uns automatisch mit einem Buchungsweg erledigt. Es gibt Mitbewerber, die haben das anders geregelt. Und es gibt keine Einschränkungen mehr, schon lange nicht mehr, wenn eine Reisewarnung wegen Covid-19 vom Auswärtigen Amt im Zielgebiet ausgesprochen wird. Es gibt nur noch Einschränkungen, wie es jeder Mitbewerber in Deutschland hat. Da gibt es gerade sehr viele Missverständnisse.
wenn es eine Reisewarnung wegen Bürgerkrieg oder wegen Naturkatastrophen gibt. Da zahlt natürlich kein einziger Reiseversicherer. Beispiel Afghanistan, Irak, Syrien. Wer in dieses Zielgebiete geht, Reisewarnung wegen Bürgerkrieg etc., der hat natürlich überall in Deutschland bei keinem Reiseversicherer Versicherungsschutz. Da gibt es gerade viele Missverständnisse, weil das haben wir explizit auch so, Reisewarnung wegen Bürgerkrieg haben wir ausgeschlossen, wie die anderen Mitbewerber auch. Aber eine Reisewarnung wegen Covid-19 genießt der Kunde bei Reiserücktritt, Abbruch und Krankenschutz volle Versicherungsleistung. Da gibt es viele Missverständnisse. Vielen Dank, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, das auch nochmal klarzustellen. Ja, super. Das war es von meiner Seite aus. Rainer, ich denke, da wird es die ein oder anderen Fragen geben. Wer mit uns direkt zusammenarbeiten will, kann das machen. Die Fragen gehen dann ans Vertriebsteam, beantworten wir euch gerne. Und ja, da sehen wir ja gerade die Allianz-Umfrage. Bitte nehmt euch die Zeit. Wir beantworten es gerne, wenn noch Unklarheiten da sind. Ansonsten wünsche ich euch ein erfolgreiches Seminar. Die Annika, wie gesagt, ist schon früh, seit morgens um 5, gell, auf dem und hat sich gut vorbereitet. Also das läuft heute Morgen. Viel Erfolg. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Danke, Stefan. Dankeschön, aber so schnell kommst du uns noch nicht davon. Also ich habe erstmal persönliche Fragen. Ja. Wie lange bist du jetzt bei der Allianz? 13 Jahre, fast. Okay, und von damals ist auch noch das Foto, das ich hier sehe, oder? Ja, genau, das ist, ich glaube, kleiner Fotobetrug, sage ich mal. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2011 oder 12. Ja, mein Gott. Ah, nee, ich finde das jedes Mal super. Das ist so mein Running Gag mittlerweile, weil ich das echt toll finde. Aber Stefan, jetzt hilf mir noch mal kurz mit der Realtime-Karte, damit ich verstehe. Du sagst, ich kann die nicht zum Shop mehr nehmen. Ja, wann wird die denn aufgeladen? Woher wisst ihr denn, dass die aktiviert wird, dass das dann funktioniert? Erst, also ich gehe ins Krankenhaus und rufe dann an und melde meinen Schaden und dann funktioniert die Karte erst? Oder wie ist das jetzt genau? Genau, gute Frage. Also, ich bin jetzt irgendwo beim Arzt und der verlangt jetzt $500 von mir, also für die Behandlungskosten, Medikamente. Dann rufe ich, auf der Karte ist diese 24-Stunden-Hotline, die Telefonnummer drauf. Ich rufe an, gebe die Kontaktdaten des Leistungsträgers im Zielgebiet an und wir nehmen Kontakt auf und in dem Moment wird relativ zeitnah die Karte mit dem Betrag aufgeladen. Das heißt, dann, wenn die Rechnung $500 ist, wird dann zeitnah $500 auf die Karte geladen und unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden können dann mit der Karte zahlen. Wenn der Leistungsträger vor Ort die Karte als Zahlungsmittel nicht akzeptiert, was ja durchaus sein kann, dann besteht die Möglichkeit, ein PIN zu bekommen von uns. Dann kann man sich das Geld am nächstmöglichen Geldautomat ziehen mit einer PIN-Nummer. Okay. Also so funktioniert es. Das heißt, es ist natürlich mit Aufwand verbunden. Der Kunde muss uns kontaktieren und es muss dann alles vor Ort organisiert werden. Okay, und deshalb kann man sie also nicht zum Shoppen einsetzen, dass ich die schönsten Kleider oder die neue Badehose gleich so kauft, obwohl der Koffer drauf angekommen ist. Okay, verstanden. Ja, aber jetzt, wenn ich einen Koffer verloren habe, woher wisst ihr das dann? Da brauche ich dann wahrscheinlich die Bestätigung vom Schalter sozusagen, vom Lost and Found irgendwie, die China. Genau. Und dann, okay, verstanden. Okay. Das heißt, ja, genau wie ich vorher gesagt habe, Lost and Found Nummer sich geben lassen von der Airline, uns anrufen, die Lost and Found Nummer durchgeben, welche Airline, und dann werden die 150 Euro pro Person zumindest für die notwendigsten Einkäufe werden dann aufgeladen. So, und jetzt muss man nochmal helfen, weil ich bin zwar auch jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, 12 oder 13 Jahre in der Touristik unterwegs, aber ich weiß es dann nicht so, vielleicht lachen mich die Leute am Counter jetzt gleich aus, aber du hast gesagt, wenn ich jetzt zuerst die Karte beim Kunden XY aktiviere, dann ist der mir zugeordnet. Beim nächsten Mal bucht er aber bei Annika, was ja gar nicht passiert, weil er ist ja mein Stammkunde, der kommt ja eh immer zu mir. Aber der würde jetzt bei Annika buchen, weil ihr Lächeln um 5 Uhr morgens schon so süß ist. Dementsprechend kriege ich dann aber trotzdem Provision. Ihr zahlt sie dann die doppelte Provision? Nein, also es ist so, also bei der Jahresversicherung ist es klar, die Jahresversicherung verlängert sich in der, genau, da ist es automatisch.
Das heißt, die Betriebsstelle, die Agentur, die zum ersten Mal die Jahresversicherung inklusive Realtime-Karte gebucht hat, die bekommt natürlich auch automatisch die volle Folgeprovision. Bei einer Einmalpolice, die nur für eine Reise gilt und wo der Kunde zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, beim Reisebüro knüpft, dann das erste Mal die Reise gebucht hat und geht dann ein Jahr später, also damit ist ja die Reise die Reiseversicherung gilt ja nur für diese Einmalreise und dann wird die Karte nach dieser Reise deaktiviert. Jetzt geht aber unser gemeinsamer Kunde zum Reisebüro Bote im nächsten Jahr. Und auf dieser Karte ist aber die Betriebsstelle, die Agentur beim Erstabschluss vermerkt. Das heißt, natürlich hat dann das Reisebüro Bote Pech gehabt. Das muss man sagen. Weil natürlich, muss man fairerweise sagen, weil das zum ersten Mal aktiviert wurde, die Karte beim Reisebüro Knüpp. Das heißt, die Agentur, wo zum ersten Mal die Einmalpolice abgeschlossen wurde, profitiert natürlich davon, sofern der Kunde das auch beim nächsten Mal woanders bucht. Übrigens, das noch ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn der Kunde auf unserer B2C-Seite, kann ja auch passieren, dass er sagt, ich gehe jetzt auf die Allianz Travel-Seite und buche das da, Sonntagnachmittag, mir ist langweilig, ich buche gerade eine Reiseversicherung, dann profitiert trotzdem das Reisebüro, selbst wenn der Kunde das dann im Folgejahr auf der B2C-Seite bucht. Das Reisebüro, wo der Erstabschluss getätigt wurde. So soll es ja auch sein und danke an die Allianz Travel, dass ihr dann zu den Reisebüros steht. Genau so soll es sein. Jetzt haben wir noch eine Frage, die ich schon gesehen habe und die kommt ja eigentlich immer wieder. Wie ist es denn, wenn ich über First for You gebucht habe? Geht es dann auch mit der Karte? Ja. Nur genau. Das war kurz und knapp. Ja, also das heißt, egal der Buchungsweg, bei uns ist direkt, also mit einer direkten Agentur. Und wenn man es über First for You gebucht hat, wird genauso eine Karte generiert, wird aber, weil es ja über First for You ist ja ein Makler, er tritt ja als Makler auf, dauert ein bisschen länger mit dem Versand der Karte. Aber es ist über First for You auch möglich, ja. Okay, super. Du, dann gucken wir noch gemeinsam rein. Vielen Dank, dass du dich den Fragen auch nochmal gestellt hast. Lass uns schnell in die Umfrage gucken. Hast du noch Fragen? 8% stelle ich gleich in der F&A-Sektion. Ich glaube, wir konnten die schon beantworten. Wenn es ist, ansonsten gerne noch stellen. Brauchst du noch weitere Informationen zur Allianz oder möchtest du eine eigene Agentur? Sagen 8% ja. 31% bzw. 62% sagen dann nein. Ich brauche keine Informationen mehr. Und jetzt die wichtigste Frage, die dritte. Wie zufrieden bist du mit den Produkten von Allianz nach Schulnotensystem? 62% geben euch eine 2, 8% geben euch eine 1. Also eine 2. Also durchschnittlich über alles würde ich sagen eine glatte 2. Wir haben noch eine 3 mit 8% und 8% auch noch eine 4. Keine 5 und keine 6. Also von daher eine gute 2, gute Leistung. Also versetzt. Wir sind so bei Schulnoten würde man sagen, in die nächste Klasse versetzt. Gut. Ja, nicht nur versetzt, ich glaube, du könntest da den Abitur schreiben. Also es ist okay, mit einer 2 kannst du Abitur machen. Ich weiß nicht, Annika hat bestimmt so 0, Abitur geschrieben. Aber du dazu äußere ich mich nicht. Aber 15% sagen auch, sie haben noch keine Agentur und brauchen eine. Deshalb habe ich auch die Folie die ganze Zeit jetzt noch hier gelassen. Wendet euch an die Telefonnummer, an die 089-2444-14196. Ja. Wie im Fernsehen. Anrufen und gewinnen. Oder ihr könnt euch auch im Prinzip an Stefan, also egal jetzt, wenn jetzt eine Neuanfrage kommt aus einem anderen Bundesland, stefan.ascher@allianz.com. Also wenn ihr Interesse habt, ich leite es dann an die Kolleginnen und Kollegen, die für das jeweilige Bundesland zuständig sind, weiter. Überhaupt kein Problem. Perfekt, super. Stefan, vielen Dank. Wir haben sonst keine Fragen mehr. Nochmal großes Dankeschön, dass ihr das immer wieder sponsert, dass ihr immer wieder dabei seid, dass ihr das unterstützt. Danke nochmal an dich und deine ganzen Kollegen, die du heute vertreten darfst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Homeoffice-Tag heute mit viel Terminanfragen für die nächste Woche und dass wir auch die nächsten Wochen trotz Inzidenzen uns trotzdem noch live sehen dürfen und unterwegs sein dürfen. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Rainer, viel Erfolg, Annika und euch allen viel Erfolg und viel auch Spaß bei der heutigen Schulung.
Danke, alles Gute, schönes Wochenende. Servus. Danke, Stefan. Tschüss. Ciao. Tschüss, sagt man nicht in Bayern, das heißt Servus, Annika. Ja. Bin ich in Bayern. So, Annika, dann jetzt deine Bühne zum Thema Pinterest und wieso du heute und nicht ich, weil ich gar keine Ahnung habe davon, weil ich zwar die App habe, also gar keine Ahnung ist jetzt vielleicht auch zu viel, weil ich die App zwar habe, weil ich immer wieder da drin rumsurfe, aber unser Digital Nerd zum Thema Pinterest bist ja du heute, von daher deine Bühne, ich bin ganz gespannt. Wollen wir einsteigen in Pinterest? Erstmal natürlich F&A-Sektion. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die F&A-Sektion. Wir wollen natürlich alles beantworten, wie auch in den letzten Workshops schon zuvor. Dann natürlich stay focused, bleibt dabei, versucht nicht alles nachzuklicken. Wir geben euch Zeit, das nochmal zu testen. Außerdem haben wir ja auch die Aufnahme, wo ihr euch das dann nochmal anschauen könnt, ganz in Ruhe. Und zum Schluss, natürlich keine Fragen bleiben offen. Ihr könnt gerne eure ganzen Fragen, falls ihr noch welche habt, in die Einmal mit Profis-Gruppe stellen, auch zu den anderen Social-Media-Plattformen. Genau. Dazu habe ich gleich noch eine Frage und ich würde alle bitten, dass sie wieder kräftig teilnehmen, denn es ist für uns jetzt wieder wichtig, um zu wissen, wie ihr dabei seid, wie ihr das Ganze schon kennt. Deshalb die Frage, wie ist deine Pinterest-Nutzung? Wie intensiv nutzt du Pinterest? Von daher haut es mal alle schnell in die Tasten, dass man da mal mindestens so, ja, ich hätte immer gerne 90% Teilnahmequote, aber es ist ja früh am Morgen, von daher gebt mal euer Bestes. Vielleicht bin ich auch mal mit 70-80% zufrieden. Fast bei 80 also. Ja, geht schnell heute. Brav. Also muss man die Teilnehmer gleich mal wieder loben. Fast 90, also wir sind... Ihr seid toll, lassen wir es eine Minute mal laufen, sind nur 20 Sekunden, dass die Letzten noch mitnehmen können. Annika, wie oft nutzt du denn Pinterest? Es kommt drauf an. Ja, du alter Anwalt, du. Ja. Tolle Antwort, ne? Wenn ich Inspiration suche, vor allem jetzt auch so für die Feiertage, für die Weihnachtszeit, für Geschenkideen, dann suche ich es. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es mehrmals die Woche so benutze. Vielleicht einmal im Monat. Aber ja. Ja, dann gucken wir mal rein. Ich glaube, es deckt sich ganz gut mit den Teilnehmern. Mehrmals, also jeden Tag hat keiner angeklickt. Mehrmals in der Woche, aber nicht jeden Tag 10%. Meistens einmal die Woche 15%. Vielleicht einmal im Monat 10%. Eher selten 1 bis 2 Mal im Jahr 10%. Und noch gar nicht 55%. Also deckt sich doch nicht mit den Teilnehmern, denn über die Hälfte nutzt Pinterest eigentlich noch gar nicht. Ja, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber ja, ist immer wieder spannend. Vielen Dank für die Teilnahme, ist toll. Ja, hilft uns sehr, dass wir wissen, wie es weitergeht, was wir ansprechen müssen. Annika, wie ist es denn mit Pinterest bei uns? Wir haben ja immer diese tolle Grafik die letzten Wochen mit dabei gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie Pinterest grundsätzlich im Social-Media-Umfeld so genutzt wird weltweit. Ja. Genau, hier nochmal die Nutzerzahlen für die weltweiten Social-Media-Kanäle. Da steht Pinterest eigentlich ganz gut da mit 459 Millionen Nutzern, also unter den Top-Social-Media-Tools weltweit. Natürlich auch ein Unternehmen aus den USA, wie auch schon LinkedIn von letzter Woche. Ist ja auch hier recht oben gerankt. Aber im Vergleich zu Deutschland sind es natürlich nur 13 Millionen Nutzer, aber trotzdem ist es immer noch unter den Top-Tools? Naja, 13 Millionen, das musst du jetzt ehrlich mal auf der Zunge zergehen lassen, 13 Millionen monatlich aktive Mitglieder. Also das ist ja die Umfrage. Die Umfrage heißt ja wirklich, im Monat aktiv sind wirklich 13 Millionen. Das ist ja nicht gerade wenig. Und vor allem, wenn man dann auch drauf guckt, weiß ich gar nicht, glaube, wir haben jetzt nicht dabei von der Altersstruktur, das sind ja nicht die Jungen, die wirklich Pinterest nutzen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt die 16-Jährigen sind. Nee, das ist... ein bisschen älter. Ja, eben. Also von daher sind die 13 Millionen eigentlich gar nicht schlecht. Und wenn man sich es deutschlandweit anguckt, Facebook, Insta ist natürlich vorne dran, Xing, LinkedIn, aber dann kommt schon Pinterest. Also wow. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und auch mal beachten. Cool. Dann haben wir hier nochmal die Übersicht gehabt mit den meistgenutzten Social-Media-Plattformen in Deutschland. Hier ist natürlich Pinterest auch dabei mit 26,8%. Natürlich die Top-Reiter sind hier ja WhatsApp, YouTube und Facebook. Aber trotzdem gehört es ja immer noch zu den top genutzten Social-Media-Plattformen.
Ja, vor allem auch hier wieder, wenn man jetzt Facebook zusammenfasst oder Meta, wie es ja jetzt heißt, Facebook Messenger, Instagram, Facebook und WhatsApp, wenn man die vier zusammennimmt, dann ist Pinterest an dritter Stelle eigentlich. Ja, ist super. Ne? Wow. Genau. Und dann zur Demografie. Ja, es wird natürlich klar, dass Pinterest hauptsächlich von Frauen genutzt wird mit 78,1%. Also absolute Frauenplattform. Da ist natürlich auch wieder wichtig, kennt eure Zielgruppe. Wenn eure Zielgruppe auch hauptsächlich weibliche Personen sind, dann macht Pinterest auf jeden Fall Sinn. Die männliche Quote ist jetzt auch in den letzten Jahren gestiegen, aber der meiste Teil ist natürlich. Genau. Und dann einmal zu Pinterest allgemein. Was ist überhaupt Pinterest? Also Pinterest wird als Inspirationsquelle für Produkte und Dienstleistungen und natürlich interessante Inhalte gesehen. Die kommen, wie ich ja schon gesagt habe, aus den USA, haben ihren Sitz in San Francisco und wurden im Jahr 2010 gegründet. Pinterest hat einen sehr starken Bezug zu SEO, also zu der Suchmaschinenoptimierung. Pinterest wird als visuelle Suchmaschine bezeichnet und sie bezeichnen sich selber auch nicht als soziales Netzwerk, da der Fokus halt sehr stark auf Suchmaschinenoptimierung und Keywords liegt. Das hat den Hintergrund, dass die Postings auf Pinterest werden alle mit einem Link zu der Website verlinkt und da ist es halt auch wichtig, die Keywords alle einzubinden, die dann im Profil zu sehen sind oder auch in den eigenen Postings. Aber das können wir später auch nochmal live zeigen, wie man und wo man die Keywords am besten einbinden sollte, damit man gefunden wird auf Pinterest. Und ja, wie Sie auch schon selber von sich behaupten, ist Pinterest kein klassischer Social-Media-Kanal, da es eher wie so eine Suchmaschine wie Google aufgebaut ist und der Fokus liegt da, wie gesagt, schon auf Traffic, also dass die Nutzer auf eure Website kommen und nicht auf Interaktionen zwischen dem Unternehmen und der Person. Und das Ding ist, also auf den anderen Social-Media-Kanälen sind die Links ja auch eher nicht im Fokus, wie zum Beispiel bei Instagram, da kann man ja nur einen Link in die Bio packen oder wenn man eine bestimmte Follower-Anzahl hat, aber bei Pinterest kann man in jedem Post, also ist die Hauptgrundsache, dass man in jedem Post den Link einfügt. Und genau, und auf Pinterest ist auch noch wichtig zu sagen, dass es sich eher um langfristigen Content handelt, weil der halt eine lange Zeitspanne hat, meistens mehrere Monate bis Jahre sogar. Und in den anderen Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram, die haben halt eher eine kürzere Spanne von höchstens einem Tag. Und dann werden sie halt nicht mehr angezeigt. Genau. Das passt jetzt auch ganz gut zu den Stilen von Pinterest. Also erstmal ist es der Traffic-Lieferant für eure Website, dass die Nutzer oder Kunden auf eure Website gelangen. Dann ist es eine Inspirationsquelle für wichtige Themen wie Lifestyle, Do-it-yourself, Anleitungen mit Rezeptideen, Geschenkideen, Fashion-Inspirationen und natürlich dem Thema Reisen, was für Reisebüros natürlich auch relevant ist. Jetzt komme natürlich ich wieder mit blöden Fragen. Also ja. Stimmt es, wenn ich das jetzt so übersetze, unabgestimmt, Annika, es ist so ein Zwischending zwischen Google, also der Suche, und Instagram, weil Bilder, aber die immer auf deine eigene Website linkt sozusagen. Ja, das hatte ich nämlich auch bei der Recherche gefunden, so einen Satz, dass es dass das das Baby von Google und Instagram wäre. Sagen. Das Baby von Google und Instagram, okay, ist gut. Aber das ist ja eigentlich das, was man in Instagram will, ja immer jeder Influencer und alle, die wollen ja immer den blauen Haken haben. Man gibt es ja auch wieder Neuerungen. Mittlerweile kann ja fast jeder jetzt auch seine Website schon verlinken in Stories. Ging ja früher nur, wenn du den blauen Haken hattest und eine Person des öffentlichen Lebens, glaube ich, heißt die richtige Definition bist. Bei Pinterest ist das, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Standard. Ich habe schöne Bilder, um Interesse zu wecken. Ich habe die Keywords, die Headlines sozusagen, die mich ansprechen und ich linke dann immer auf meine Website. Genau. Oder auf den Blogartikel von deiner Website.
Ohne den Blog, ja, ja. Für uns Laien, die wir heute hier dabei sind, Annika, du magst es verzeihen, ist der Blogartikel ja auch unsere Website. Ja, natürlich. Immer auf die. Wir Digital Nerds, die wir hier heute dabei sind, du magst es uns verzeihen. Ja, okay, super. Wollte ich nur noch mal irgendwie Baby von Instagram und Google, finde ich ein tolles Zitat. Okay, vielen Dank. Okay. Dann gehen wir einmal weiter zu der Struktur von Pinterest. Also Pinterest ist theoretisch auch so aufgebaut, wie wir es die letzten Wochen schon erklärt haben, mit den anderen Social-Media-Plattformen. Es gibt ein normales Profil, also ein persönliches Profil, welches der Ausgangspunkt ist und der immer einer Person zugeordnet ist und natürlich nicht einem Unternehmen. Dann gibt es natürlich auch ein Unternehmensprofil. Das ist halt der Weg, wie ihr mit eurem Unternehmen Reichweite steigern könnt, indem ihr halt mit euren Postings, die auf Pinterest Pins genannt werden, die eure Website verlinkt. Und dann gibt es natürlich noch die Pins und Pinwände. Das ist halt ein bisschen anders zu den anderen Social Media Kanälen, weil die halt ihre eigenen Begriffe haben. Die Pins, wie gesagt, sind die Posts von Pinterest. Da kann man Bilder, Grafiken und Grafiken posten. Oder halt auch von anderen Nutzern teilen oder sich merken. Das können wir gleich auch nochmal zeigen live. Und da in den Pins geht es halt, wie schon gesagt, um die Themen Lifestyle, Do-it-yourself, können Anleitungen sein, Inspiration oder halt Produkte und dann immer mit der Verlinkung zu der Website. Und die Posts können halt auf der eigenen Pinwand gemerkt werden. Und die Pinwände sind halt sozusagen die Sammelstellen für eure Pins. Und da könnt ihr halt, wenn euch alle gemerkten Pins von euch angezeigt, also eure eigenen Posts oder wenn ihr fremde Posts euch merken könnt, dort werden sie auch angezeigt. Und da ist halt der Tipp, dass man sich mehrere Pinwände anlegt zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Urlaubsinspiration für USA, Thailand. Und dann kann man da immer sich die Pins reinmerken. Aber das zeigen wir gleich nochmal live. Ich glaube, sonst ein bisschen schwer zu verstehen. Also Pins, wir merken uns wieder ein neues Wort. Es gibt keine Beiträge und keine was auch immer es sonst ist, sondern das sind jetzt hier Pins. Also ich baue mir sozusagen meine Interessenspin, weil Pinterest ist ja eigentlich ein kluges Wort von Interessen und Pin zusammengeführt. Also ich baue mir meine Pinwände auf für Interessen, die ich habe. Also ich habe jetzt irgendwie tolle Kochrezepte, die ich finde, die packe ich auf meine Pinwand. Kochen oder Küche oder sonst irgendwas. Ich packe mal das andere Reisenthema da drüben hin und wenn ich dann wieder Interesse habe oder irgendwie ein cooles Rezept suche oder sonst was, gehe ich in Pinterest rein und schaue mir meine Pinnwand an, was ich dazu schon mal gepinnt habe, mir gemerkt habe sozusagen, richtig? Genau. Und das können andere Personen sich dann auch angucken auf deinem Profil. Und du sagst, das ist alles langfristig aufgelegt, also das geht auch nicht so schnell verloren? Nee. Also deswegen sollten es Inhalte sein, die eher nicht vom aktuellen Nutzen sind, irgendwelche aktuellen News, sondern halt Inhalte, die wirklich langfristig euren Kunden weiterhelfen, wie Urlaubstipps oder Geschenkideen, wie zum Beispiel ein Reisegutschein, was einen längerfristigen Wert hat. Ne? Also das heißt, meine Top 10 Ausflugsziele in der Stadt XY oder die schönsten Strände weltweit oder sowas wären jetzt hier für die Touristik dann so Themen, was passen würde, was nicht passen würde, ist die aktuelle Reisewarnung. Ja, das wäre ein bisschen verloren dann. Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Vielen Dank schon mal für den Gesamtüberblick. Aber Annika, ja. dann lass uns doch mal reingucken. Ich bin ganz gespannt. Zeig mir doch mal den Teilnehmern, die heute mit dabei sind, was es denn so alles gibt. Genau. Und wie viele Follower du wahrscheinlich wieder hast? 10.000? So, gehen wir mal rein. In Pinterest. Genau. Stopp, wir sehen jetzt dein Desktop-Bildschirm. Jetzt sind wir da, genau. Perfekt. Ja, sollten wir da sein. Genau, so sieht es aus, wenn man Pinterest öffnet. Jetzt als persönliches Profil, als Ausgangspunkt. Hier ist der Homefeed, also die Startseite, einfach auf Deutsch. Hier werden sämtliche Pins euch angezeigt, Thailand, die erste Reise. Das ist jetzt vom Algorithmus Vorschläge, die mir gefallen könnten. Wahrscheinlich ja, Essen
Reisen, was ich halt in den letzten Tagen hier, über was ich mich informiert habe, auch über Dekoration. Hier gibt es noch den Button heute, da gibt es die Auswahl des Tages, sollen auch irgendwelche Inspirationen für mich zugeschnitten sein. Dann gibt es natürlich hier die Suchleiste, ganz wichtig, das ja eher wie so eine Suchmaschine funktioniert. Dann gibt es hier den Neuigkeiten-Button, dann kann man hier einen Posteingang, wenn man Nachrichten hat, und hier kommt man auf das eigene Profil mit den Einstellungen. Genau. Dann gibt es hier auf der Startseite, wenn man hier den Plus-Button hat, da kann man einen PIN erstellen. Genau. Aber wenn wir jetzt uns mal die Suche angucken, wenn wir zum Beispiel mal was suchen wollen, wie zum Beispiel Urlaub in USA, dann werden hier alle möglichen Pins angezeigt zu dem Thema USA. Dann kann man zum Beispiel hier mal draufklicken, dann kann man sich den Pin einmal hier anschauen, man kommt hier direkt auf die Website, man kann sich Kommentare dazu angucken, wer das gepostet hat, man kann dem Nutzer Annika, folgen. Ja? Du bist mir zu schnell. Also du hast jetzt nochmal, gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück, du hast jetzt Urlaub in USA eingegeben. Ja. Und du magst mir verzeihen, ich bin ja nicht der Nerd, ich habe mich ja geoutet heute Morgen. Also du hast Urlaub in den USA eingegeben und dann sehe ich jetzt erstmal nur sozusagen alles, wo irgendwie USA drin wäre und irgendwie aber auch Schwerin, dass mir hier jetzt angezeigt wird, wo ich nicht weiß, warum. Das ist eine Anzeige. Man kann mit einem Unternehmensprofil auch Werbeanzeigen schalten. Ah, okay. Ich hätte gedacht, das hat jetzt vielleicht damit zu tun, weil Urlaub dasteht und nicht nur USA, sondern weil da ja eben Urlaub dasteht, dass das vielleicht auch mit Urlaub zu tun hat und dass deshalb angezeigt wird. Aber Reisen exklusiv macht da also eine Anzeige, warum das angezeigt wird. Okay? Genau. Ja. Und wie man hier sieht, das ist dann das, was du vorher erwähnt hast. Das ist dann hier jetzt das Thema Bilder, typisch Baby, Instagram und Google. Also die Suche ist natürlich Google. Aber dann werden dir erstmal die Bilder angezeigt. Und die Bilder sind jetzt Bilder von der jeweiligen Website? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, man kann, entweder sind es die Bilder von der Website oder man erstellt halt selber einen Pin. Diese, zum Beispiel dem Post, da haben sie einfach selber einen Pin erstellt und dann die Website verlinkt. Können wir mal drauf gehen. Da kommt man halt zu dem Reiseblog dann. Ah, okay, cool. Und jetzt gehen wir mal, lass den mal offen. Das finde ich. Wenn man auch hier kurz erkennt, noch ist von 2020, also über ein Jahr her und wird trotzdem noch ganz oben angezeigt. Langlebigkeit, das ist das, was du gemeint hast. Gehen wir nochmal auf Pinterest zurück, zeigen wir nochmal den Post. Also da haben sie dann das Bild eingestellt und da ist dann auch die Headline nochmal drin. New York für Anfänger, 30 geniale Tipps und Tricks für New York. Das passiert mir auch immer wieder. Also das ist auch dann nochmal eine Kurzbeschreibung und von wem es dann ist. Und ich kann mir jetzt, entweder hier kann ich mir jetzt nur diesen Pin sozusagen merken, nur die 32 Tipps, oder ich kann der Person auch folgen. Genau, du kannst dir den Pin merken und dann kannst du halt hier auswählen, auf welcher Pinwand du den merken möchtest. Du kannst eine eigene Pinwand erstellen zum Beispiel. Okay, cool. Reisetipps. Weil ich jetzt gerade USA plane, ansonsten kann ich auch nur reisen oder nur, also habe ich ganz frei, was ich im Endeffekt machen kann. Okay, cool. Genau, dann kannst du auswählen, ob du eine geheime Pinwand machen möchtest, ob nur du die sehen möchtest oder ob die öffentlich sein sollte. Also hier kann ich auch entscheiden, dass ich manche Dinge so verstecke, dass andere das gar nicht sehen. Genau. Okay. Und dann kannst du auch noch Personen oder Accounts, wie zum Beispiel Rainer, kann natürlich bei mir auch sich auf meiner Pinwand sich Tipps merken. Das heißt, wenn du einen interessanten Pin siehst, kannst du auf Merken drücken und dann meine Pinwand auswählen. Und dann kannst du dir auch auf meiner Pinwand mit mir zusammen Tipps dir merken. Ah, okay. Also das heißt, wenn meine Freundin, mein Freund, mein Freundeskreis auch auf Pinterest ist und wir sagen, hey, lasst uns mal suchen, wir fahren gemeinsam in den Schwarzwald oder sonst noch was, dann können wir uns gegenseitig sozusagen die Pins merken. Genau. Okay, kann cool. Hier erstellen drücken und dann kannst du, immer wenn du was Interessantes siehst, kannst du auf Merken drücken und dann dir das mit mir auf meiner Pinwand merken. Da muss ich jetzt dann gleich mal reingucken. Ich habe nämlich eine Glocke bei mir und in der Glocke steht
Annika folgt dir jetzt. Ach so, seit 19 Stunden. Ich muss vielleicht mal aktualisieren. Was da jetzt noch kommt, bin ich gespannt. Cool. Genau. Ich habe auch schon, wenn ich darf, die erste Frage, die gekommen sind, zwar von Klaus. Klaus ist ja immer sehr aktiv mit den Fragen. Die würde ich mal kurz einwerfen. Sind dann auch Reiseberichte für Pinterest interessant? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Reiseberichte sind ja so ähnlich wie Urlaubsblogs, Erfahrungen von Reisen, wo natürlich bestimmt auch Tipps gegeben werden. Und ja, würde ich auf jeden Fall auch für Pinterest benutzen. Also ich würde sogar nochmal ausweiten. Eigentlich super interessant für Pinterest. Ja, persönlich finde ich super. Aber dann sollten sie auch so dargestellt sein, weil ich finde den Post jetzt hier von yummytravel.de, von der Kollegin, die da ist, die macht es ja eigentlich ganz gut. Denn das ist das, was ich will. Wenn, dann muss der Reisebericht halt so geschrieben sein auf der Website, dass der auch Interesse weckt und dass der eben Lust macht, dass ich nicht nur sage, ich bin hier heute von A nach B gereist und dann war es das, sondern dann will ich, glaube ich, die Geheimtipps da haben und die Specials haben, oder, Annika? Ja, da muss man natürlich ein bisschen mit den Keywords auch spielen, dass okay, man dann interessante Keywords trifft, wie Top-Tipps oder mal ganz gut für so eine Headline, hat sie ja hier auch ganz gut gemacht, New York für Anfänger, 30 geniale Tipps und Tricks für New York. Okay, cool. Genau. Machen wir mit deiner Vorstellung weiter. Ich glaube, die nächste Frage erübrigt sich dann selber, weil das wolltest du uns, glaube ich, eh noch zeigen. Also bin gespannt, sonst stelle ich sie nachher nochmal. Okay, perfekt. Genau. Hier seht, also das war ja einfach die ganz normale Suche, wie ihr auf bestimmte Themen kommt, wenn ihr Inspiration sucht. Ich suche zum Beispiel selber für Geschenkideen, dann gebe ich hier Geschenkideen ein und dann finde ich tolle Tipps, die ich mir dann selber auf meinem Profil merken kann. Und wenn ihr dann auf euer Profil euch angucken wollt, da ist es halt, also erstmal ein persönliches Profil. Oh, ich bin wahrscheinlich wieder viel zu schnell. Hier seht ihr euer Logo, euren Namen. Dann gibt es natürlich auch so einen Benutzernamen. Der wird bei der Einrichtung erstellt. Seht ihr, wie viele Follower ich habe, wie viele ich folge. Natürlich jetzt nicht so viel, aber ich bin halt selber auch nicht so aktiv auf der Plattform. Halt nur für Inspiration, wie ich ja gesagt habe, einmal im Monat. Aber hier seht ihr dann eure Pinnwände und da habe ich ein paar, da gibt es zum Beispiel eine allgemeine Pinnwand mit allen Pins, dann die ich eben erstellt habe mit den USA-Reisetipps. Hier sieht man auch das kleine Icon mit Rainer, dass er hier zusammen auch mit pinnen kann. Und dann habe ich noch zu anderen Themen verschiedene Pinnwände erstellt. Und wenn ihr hier manuell eine neue Pinnwand erstellen wollt, geht das natürlich auch. Dann könnt ihr hier auf Plus klicken. Dann könnt ihr entweder von eurem Profil aus auch noch einen Pin erstellen oder halt eine Pinnwand. Wenn ihr eine Pinnwand erstellen wollt, habe ich euch ja eben schon gezeigt gehabt, einfach den Namen eingeben und ob die Pinnwand privat sein sollte. Und wenn ihr einen Pin erstellen wollt, also einen Beitrag, da könnt ihr dann im persönlichen Profil nur ein Bild hinzufügen. Und dann könnt ihr, also im Unternehmensprofil sind es bis zu 5 Bilder. Es wird sozusagen Karussell genannt oder halt auch Videos. Aber das zeige ich gleich auch nochmal. Aber im persönlichen Profil könnt ihr leider nur ein Bild hinzufügen. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall hier einen Titel einfügen mit einem aussagekräftigen Keywords wie Top-Tipps oder für Norditalien, dann wird euch, wie ihr eben schon gesehen habt, angezeigt, wer das postet. Dann könnt ihr hier noch eine kurze Beschreibung reinschreiben, worum es geht und natürlich einen Alternativtext hinzufügen, was auf eurem Bild dann zu sehen ist. Das ist auch wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Genau. Dann kann ich nochmal in mein Profil gehen. Wie ihr das Profil bearbeiten könnt, das ist eigentlich ja ganz leicht, steht da hier auch Profil bearbeiten und dann könnt ihr natürlich euren Namen, eure kleine Kurzbiografie, das ist hier ganz neu, ein Pronomen auswählen, auch eine eigene Website, das Impressum und den Benutzernamen. Genau, und dann gibt es hier halt noch die weiteren Einstellungen. Wenn ihr, dann komme ich einmal zum Unternehmensprofil. Man kann, wenn man das persönliche Profil erstellt hat, kann man das in ein Unternehmenskonto umwandeln. Das ist hier unter dem Pfeil.
müsst ihr einfach nur draufklicken und dann werden euch hier halt auch die Vorteile nochmal aufgezählt. Du kannst Bilder teilen, du kannst mit dem Unternehmenskonto kannst du Werbeanzeigen schalten, dir die Insights und Analysen angucken, wie viel Reichweite deine Postings hatten. Genau. Und wenn wir dann mal in, ja. Also der Vorteil, wenn ich ein Unternehmenskonto habe, also ist erstens ist kostenlos, habe ich jetzt so verstanden? Genau, also ja. Okay. Außer Werbeanzeigen natürlich. Aber ja, klar, wenn ich Anzeigen schalte, dann Anzeigen kosten Geld. Aber erstmal ist es kostenlos, wenn ich es erstelle. Genau. Ich habe dann aber die Möglichkeit, eben Anzeigen zu schalten, verstanden. Aber ich sehe dann auch wirklich Insights und Analytics. Das heißt, ich kann dann wirklich auswerten, wie oft wurde ich angezeigt, wie oft wurde geklickt, bei wem wurde ich angezeigt und so weiter. Das geht alles erst in ihr Unternehmenskonto. Genau, ja. Okay. Was natürlich wichtig ist für einen Unternehmensaccount. Ja, okay, cool. Du siehst auch, du hast eine Nachricht bekommen. Ich? Ja, hier in Pinterest. Ach so. Ich dachte gerade im Chat. Oh. Also ich habe parallel mal schnell geguckt, es funktioniert wirklich. Ich kann dann wirklich, da wir den Pin gemeinsam teilen, ich habe gerade einen neuen New York Pin gefunden und habe den bei dir hinzugefügt. Also ja. Echt einfach und cool, weil die Funktion war mir bisher auch nicht klar. Ich lerne auch immer dazu. Ich kann ja von dir nur lernen, Annika. Und von daher habe ich für New York für First-Timers gefunden und habe immer gedacht, hey, das wäre doch jetzt genau passend. Cool. Genau, das kann man, sieht man hier dann auf die beiden Posts. Kann man natürlich auch, kann man auch anordnen, wie man möchte. Wenn ich das jetzt nach vorne schieben möchte, kann man alles ganz individuell gestalten. Cool. Genau. Also echt sehr interessant. Klaus hat nämlich die Frage, oder Entschuldigung, wolltest du noch was zeigen? Sonst wollte ich jetzt wieder in den Raum einsteigen. Ja, ich wollte noch mal kurz zum Unternehmensbudget was zeigen. Bitte, gerne. Genau. Also, hier hatte ich es ja eben schon gezeigt, dass man hier ins Unternehmenskonto umwandeln kann. Ich hatte jetzt schon mal eins für die Reiserei erstellt. Und da ist die Anzeige ein bisschen anders. Also hier oben wird der Homefeed, kann man sich angucken, oder der Business Hub, wo dann die Analysen oder auch die Möglichkeiten für die Werbeanzeigen vorhanden sind. Hier ist der Erstellen-Button recht groß. Da kann man einen Pin erstellen, also einen ganz normalen Post mit einem Bild oder Video. Dann kann man eine Anzeige erstellen oder ein Idea-Pin. Das ist sozusagen wie bei Instagram die Story-Funktion. Und hier sind dann die Analytics, also die Analysen über die ganze Seite. Und hier ist dann nochmal ein großer Button für Werbeanzeigen. Und hier sieht, also das Profil sieht gleich aus wie beim persönlichen Profil. Hier sind dann auch die Pinwände, die man erstellen kann, private Pinwand. Und die Unternehmensbeschreibung, wo man natürlich auch wieder auf die Keywords achten sollte, dass die wichtigsten Keywords drin sind, hier Reisebüro, Traumurlaub, Reisetipps, Inspiration, genau. Und natürlich das Impressum sollte auch hier sein, aber das könnt ihr auch wie beim persönlichen Profil einfach unter Profil bearbeiten und dann könnt ihr hier die Namen ändern, die Kurzinfo, die Website, das Impressum und so weiter bearbeiten. Dann komme ich nochmal zum Erstellen. Wenn ihr jetzt nochmal einen Pin erstellen wollt, da könnt ihr hier beim Unternehmensprofil funktioniert es eigentlich auch genauso wie beim persönlichen Profil, aber hier habt ihr halt noch die Möglichkeit, Videos hinzuzufügen oder halt bis zu 5 Bilder. Und dann solltet ihr hier auch wieder einen Titel hinzufügen, eine kurze Beschreibung, den Alternativtext und ganz wichtig den Ziellink, also von eurer Website. Und hier habt ihr noch die Funktion, wenn ihr den Pin später veröffentlichen wollt oder also planen wollt, dann könnt ihr das auch ganz einfach hier mit dem Unternehmensaccount machen. Und dann könnt ihr natürlich auch noch auswählen, auf welcher Pinwand der Pin veröffentlicht werden soll. Hier dann zum Beispiel Urlaubsinspiration und dann müsst ihr hier nur auf Veröffentlichen klicken. Genau. So, Rainer, hattest du jetzt noch eine Frage an mich? Eine, hunderte, tausende. Vielen Dank, hast du super gemacht. Finde ich super interessant. Klaus hat eine Frage und er fragt,
Welchen erfahrenen Pinterest-Freak können wir ansprechen, um sich eine persönliche und Unternehmensseite erstellen zu lassen? Klaus, du kannst uns gerne ansprechen, am besten eine Mail schreiben an willkommen@hein-kollegen.de. Klatsche ich gleich auch nochmal, klatschen ist wieder so salopp von mir, aber kennst mich ja, schreibe ich gleich nochmal in den Chat rein, damit du die E-Mail-Adresse hast, sprich uns an, wir helfen dir gerne dabei. Annika ist unser Nerd, die kann das dann auch. Ja. Also da jederzeit gerne kannst du uns da ansprechen. Aber vielleicht auch, und das ist, glaube ich, von dir ja jetzt super erklärt worden, einfach mal ein persönliches Profil selber anmelden, mal den Schritt durchgehen. Man kann danach alles immer noch optimieren, auf Unternehmerseiten gehen. Also es ist nicht so schwierig. Annika hat es ja gerade gezeigt, geht eigentlich rucki zucki. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Einfach nach Inspiration suchen, die euch interessieren. Dann könnt ihr ein bisschen damit rumspielen, euch Pins merken, die euch gefallen, und dann kommt man da eigentlich ganz leicht rein. Klaus hat dich auch gleich gelobt. Interessanterweise, Pinterest wird ja, hast du gesagt, von wie viel Prozent Frauen genutzt, also Großteil der Frauen genutzt. Die Frauen kommen ja auch jetzt meistens alle von Männern, die da sind. Ja. Uwe stellt eine Frage, Annika. Welche Strategie für Einsteiger für ein Reisebüro könnt ihr denn konkret empfehlen? Ja, also ich würde empfehlen, wie wir es eben schon gesagt haben, erstmal ein persönliches Profil anlegen, sich da ein bisschen einspielen. Dann würde ich natürlich, ja. Nee, mach weiter, ist gut. Okay. Dann würde ich natürlich in ein Unternehmensprofil wechseln, da du halt da eine größere Möglichkeit hast. Und da erstmal Pins erstellen zu Themen, die du schon auf deiner Website hast, wo du drauf verlinken kannst. Und halt natürlich die Pinwände erstellen. Du kannst dir natürlich auch von fremden Accounts Pins merken, das ist für den Anfang auch gar nicht schlimm. Einfach nur, dass du auf deiner Website halt, nee, auf deinem Account eine gewisse Kontinuität hast, dass Pinterest merkt, dass du da aktiv bist. Genau. Da vielleicht empfehlen, wenn du dir andere Pins merkst, guck dir die Seite vorher an. Es empfiehlt sich, ein Geo-Reisen zum Beispiel zu nutzen, also das Magazin Geo oder sonstige Seiten, nicht unbedingt andere Seiten, wo auch eine Buchungsplattform drauf ist, aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ansonsten, wenn ich da kurz einhaken darf zur Strategie, Annika hat jetzt die Pinterest-Strategie erklärt, zur allgemeinen Strategie vielleicht noch kurz deine Website, Uwe. Erstes Thema, deine Website muss gut sein, deine Website muss gut gepflegt sein, deine Website muss Reiseblogs oder Reiseartikel, Reiseempfehlungen und so weiter haben. Also es ist nicht, dass ich hier in Pinterest dann nur Angebote pinne, sondern ich möchte Empfehlungen haben und ich möchte Wissenswertes weitergetragen bekommen. Deshalb Website, die muss sauber sein, die muss gut sein. Zweiter Punkt ist, und da wiederholen wir uns jetzt wirklich von Anfang bis Ende in diesen Social Media Workshops, die wir hier für die QTA machen, kenne deine Zielgruppe. Arbeite deine Zielgruppe aus, kenne, wie Martin immer im Englisch sagt, die Pain Points, also die Interessen, die Nöte, was will deine Zielgruppe wirklich wissen, was will sie haben, was interessiert deine Zielgruppe, denn nur dann kannst du auf Pinterest auch erfolgreich sein, nur dann werden deine Pins gemerkt, nur dann werden deine Pins auch wirklich interessant, also sie müssen auf der Website sein und sie müssen deine Zielgruppe wirklich genau ansprechen und dann macht es Sinn, auf Pinterest aktiv zu sein. Ansonsten kann ich Annika nur folgen zum Thema Pinterest. Fang mit einem persönlichen Konto an. Schau dich mal um. Wie merkt man, was interessiert dich? Was ist für dich interessant? Was findest du? Auf welche Bilder reagierst du und so weiter? Und das ist, glaube ich, auch dann das Thema, also Content auf der Website, aber auch Bildsprache ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt einige Pins, die Annika auch gezeigt hat, wo nur Bilder da sind. Die sind okay. Aber ich zum Beispiel persönlich, ich meine, ich spreche jetzt nicht für alle, aber ich persönlich reagiere drauf, wenn da gleich ein kleiner Text drin steht, hier Tipps für Einsteiger oder Rezepte in 15 Minuten oder wenn da irgendwie so kleine Teaser sozusagen auch nochmal kleine Headlines in den Bildern drin sind, sodass man dort gleich angesprochen ist, denn in der Pinwand, so wie es Annika gezeigt hat, sieht man ja am Anfang wirklich nur die Bilder und keinen Text. Genau. Deshalb ist das, glaube ich, zur Strategie.
Fangen wir andersrum an, Zielgruppe kennen, Contents kennen, die für die interessant sind, saubere Website haben, den Content so auf der Website ausspielen und dann mit attraktiven Bildern und einer schönen Bildsprache das Ganze anfüttern und einfach mal selber, Uwe, anfangen, in Pinterest aktiv zu sein. Das wäre so die ergänzende Strategie sozusagen zu dem, was Annika zu Pinterest vollkommen richtig gesagt hat. Oder stimmst du mir dazu? Natürlich. Das ist selten, wenn sie es schön mit so einem Grinsen sagt. Aber ja, vielen Dank. Genau. Gibt es so ein Ding, wo du sagst, das muss man machen auf Pinterest, da muss man dabei sein, das sollte man sich angucken oder wie war dein Einstieg in Pinterest? Mein Einstieg? Wie bist du überhaupt auf Pinterest gekommen, Annika? Durch die Google-Suche. Okay. Ich habe, glaube ich, damals Geschenkideen oder Rezeptideen gesucht und dann werden bei Google die Ergebnisse auch angezeigt, so gut die Keywords ausgestattet sind. Und dann hat es mich genervt, dass ich nicht auf den Post klicken kann und deswegen habe ich mich dann angemeldet. Okay, also auch interessant, also auch Backlinks sozusagen, beziehungsweise Traffic, wie es so schön heißt, Kunden auf deine Website zu bekommen. Pinterest wird in Google ausgespielt. Wenn du die richtigen Keywords hast, wenn du die richtigen Headlines nutzt und so weiter, dann wirst du auch in der Google-Suche besser angezeigt mit deiner Website. Ja. Okay, cool. Ja, ansonsten gerne noch raus. Wir sind fast Punktlandung, on time. Wir haben noch 4 Minuten, wenn noch Fragen sind. Dann gerne raus damit. Ansonsten würde ich parallel schon mal kurz starten, wie ihr den heutigen Workshop wieder fandet, wie ihr zufrieden seid damit und gerne auch noch weitere Fragen, wenn wir jetzt zum Social Media Thema der letzten Wochen irgendwas nicht beantwortet haben, dann gerne nochmal raus damit. Genau. Klaus schreibt nochmal, danke Klaus für deine Aktivität. Das ist heute ein super Thema. Erstelle gern Bilder mit Reiseberichten, Tipps für Ausflüge und Empfehlungen aus dem Kreuzfahrtbereich. Ahoi Klaus, genau. Dann bist du perfekt auf Pinterest. Definitiv, wenn's, und Klaus, hast es ja schon richtig gesagt, wenn's Tipps und Tricks sind, wenn's wirklich was ist, was die Zielgruppe auch wirklich interessiert. Also das ist leider, und da hebt man nochmal wirklich den Finger und bohren in der Wunde, wir werden nicht drumherum kommen, die Buyers-Personas dementsprechend auszuarbeiten, zu kennen, zu wissen. Und auch da nochmal der Tipp, guckt in die QTA-Akademie. Wir haben da einen ganzen Workshop mal schon dazu gemacht mit Martin, der genau erklärt, wie man das macht, wie man seine Zielgruppen erarbeitet, wie das alles funktioniert und guckt da nochmal rein, die Videos sind in der QTA-Akademie hinterlegt. Super, dann würde ich mal in die Umfrage reingucken. Ich beende sie mal und gebe sie mal für alle frei. Also Annika, du hast eine 2 bis 2 plus erhalten, also 27% sagen sehr gut, 47% sagen gut. Natürlich war ich auch mit dabei, deshalb sagen 13% befriedigend, 7% ausreichend und 7% mangelhaft. Aber es ist so, dass alle die Workshops der QTA weiterempfehlen würden, was ich sehr, sehr schön finde und gut finde. Und wünschst du dir noch weitere Social-Media-Workshops zum Thema wie Facebook und Instagram für Fortgeschrittene, WhatsApp und Co., dann schreiben 87% ja natürlich und 13% nein. Vielleicht haben ja die ein oder anderen jetzt nochmal Lust, welche Workshops sollten es denn sein? Dann haut es die doch mal ganz kurz in den Chat. Schreibt so im Chat rein, welche Workshops ihr euch denn nochmal wünschen würdet zum Thema Social Media. Sind gerade in der Abstimmung mit der QTA. Dann können wir das gleich mit aufnehmen und das auch gleich weitergeben. Wäre für uns nochmal richtig interessant. Genau. Von daher gucken wir mal nochmal, Klaus schreibt Danke und Ahoi aus der Goethe- und Optikstadt Wetzlar. Ja, Ahoi, liebe Grüße zurück. Das Ahoi musste sein, das hat mir heute schon gefehlt, Klaus. Mhm. Und ansonsten wird man noch kurz warten, ob noch irgendeine Frage oder im Chat noch ein Hinweis kommt. Vielen Dank. Vielen Dank kam im Chat, das ist schon mal ganz nett. Bitte gerne, wer auch immer EB ist, Abkürzung, EB könnte für alle stehen. Elisabeth, Bettina, ich weiß es nicht, aber egal, aber gerne. Und ansonsten, wenn nichts mehr kommt, ja, Annika, du darfst dich zuerst verabschieden, Ladies first. Okay,
Dann danke für den Workshop heute. Hat mir Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch später ein schönes Wochenende und bis bald. Danke, Annika. Danke, dass du dir heute, dass du mal auf die Bühne getreten bist und dass du das heute vorgestellt hast. Hast du gut gemacht. Danke auch nochmal, darf man nicht vergessen, Allianz Travel, dass sie das sponsern. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Tolle Aktion, dass die da immer wieder mit dabei sind und wir das kostenlos anbieten können. Auch von mir ein wunderschönes Wochenende. Und wenn du in ein schönes Bundesland kommen wolltest, dann kommst du zu uns nach Bayern. Wir haben bestimmt Sonne. Und von daher, Servus, habe die Ehre. Tschüss.